Das stört mich ja maximal. Scheiße, ich habe diese Schuhe angelassen für Flur. Ja, aber wir müssen Plätze tauschen. Ausgetrickst. Geil, das ist auch weg, Alter. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Ich bin hier mit der wunderschönen neuen Version von Kerstin. Michelle ist heute angekommen. Hallo. Und ich. The main character. Wir sind irgendwie richtig tot. Michelle ist heute erst angekommen. Ja. Wir werden jetzt im Laufe des Videos, glaube ich, alles erzählen, weil das wird einfach so eine chillige Runde. Also schnappt euch was zu essen. Und deswegen Kerstin und ich sehen irgendwie... Ja. Ungeschminkt. Augenbrauen sind noch da. Ja, hat sich Schlauchloch gemacht. Mein Trick. Augenbrauen nicht abgeschminkt. Auf jeden Fall, wir essen wieder Bowl. Ich liebe Bowl. Kerstin und ich haben gestern auch schon Bowl gegessen. Jetzt essen wir wieder Bowl. Achso, habt ihr die gleiche gegessen? Nein. Riecht das schon lecker, riecht. Das riecht echt krass. Boah, geil. Oh mein Gott. Boah, wild sieht das aus. Das schmeckt auch wild. Sieht so einfach aus. Das sieht mal gut aus, ne? Ah, ich glaube, das ist das beste Thema zu Beginn, damit wir es auf gar keinen Fall vergessen. Also kurz Einsteiger-Dings. Wenn ihr das Umstyling mit Kerstin nicht gesehen habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Ich weiß nicht, wann das andere online kommt. Man weiß nichts. Wie waren die Reactions? Weil sie ist heute zum ersten Mal zur Schule gegangen. Sie hat heute Englisch-Abi gehabt. Mhm. Und jetzt musst du erzählen, wie es war, wer was gesagt hat. Zum einen waren wir ja gestern ziemlich nett durch, dass wir keinen mehr erreicht haben. Mhm. Ach so, FaceTime? Ja. Dann bin ich heute zur Schule und habe mich vor der Schule mit einer Klassenkameradin getroffen. Mhm. Kam erstmal gar nichts. Also, ah. Nicht gemerkt oder was? Hat man sowas gar nichts gesagt, ne? Okay. Und dann kurz vorher über den Klassenraum waren, deine Haare sehen uns echt gut aus, ne? Okay. Also, danke. Mhm. Ich komme in die Klasse rein, alles wird leise, alle drehen sich zu mir. Aber keiner sagt was. Richtiger Dings-Moment. Ja. Weiß nicht, wie das heißt, aber so. So, alle leise. Keiner sagt was. Ich stelle mir jetzt richtig einen Film rein vor. Ja. So alle, so die ganze Klasse, so richtige, richtige Geräuschkulisse, so bla bla, und dann auf einmal alle so. Und alles ist zur toten Stille. War das so? Ein paar waren so. Ja, weil das war so, die haben sich alle so nacheinander umgedreht. Mhm. Das war so witzig. Und keiner hat was gesagt. Keiner hat was gesagt. Mhm. Wie viele Leute waren denn da? 12. Meine Lehrerin guckt mich an. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin zu meinem Platz gegangen. Ich merke so, die Blicke folgen mir. Ich habe so meine Sachen abgelegt, gehe dann so in den Raum, um meine Tasche abzulegen, weil man darf ja nichts bei dir haben. Mhm. Dann habe ich mein Handy weggebracht. Und hab mir gleichzeitig ein Wörterbuch geholt und eine andere Klassenkameradin so, oh mein Gott, Kerstin, sind deine Haare. Wie gut, das sieht richtig gut aus. Wie kann das sein, dass deine Haare noch so aussehen? Ich habe selten gesagt, bei mir halten Locken nie. Ja, aber das sind ja sogar die Extensions. Ja. Minimal habe ich hier noch so zwischendurch ein paar Wellen drin. Und hast du weniger als Erika drin? Nein, wir haben gleich viel. Viel, ne? Wir haben beide 100 Gramm drin. Bin dann zu meinem Platz, dann die, mit der ich gestern telefoniert habe, meinte dann auch, boah, deine Haare sehen voll gut aus, ne? Und eine, mit der ich so gar nichts zu tun habe, aber die halt neben mir sitzt, während allen Klausuren jetzt, die so, ich lasse deine Haare, die sehen richtig gut aus. Hm. Dankeschön. Was hat Melinda gesagt? Ich komme Treppe hoch, Melinda so. Was ist das denn für eine Frisur? Krass. Nachdem ich bei Mama fertig war, bin ich ja kurz zur Arbeit zum Schlüssel holen. Mhm. Ich komme da rein, mein Chef. Wow. Also lauter Komplimente heute geerntet. Mhm. Was war das so für ein Gefühl? War schon cool. Vor allem, ich fühle mich voll mit den Haaren. Fühlst du dich jetzt selbstbewusster? Mhm. Selbstbewusster vielleicht nicht direkt, aber es ist schon heftig. Ich liebe es, wenn man frische Haare hat. Ja. Unser Tag heute war Arschloch. Scheiße. Bei mir ist noch so eine Sache, die mir, wie sagt man das, quer im Argen liegt oder so. Letztens im Magen? Ja, ich habe letztens auch quer im Magen geschrieben. Das schreibt eine Argen. Was ist das? Die im Argen liegt oder so. Liegt mir quer im Magen, sage ich einfach. Scheiß drauf. Ja, das sagt doch. Auf jeden Fall, ich habe schon seit Tagen diesen Druck, dass ich ein Video hochladen muss. Ich versuche das die ganze Zeit hinzukriegen und schaffe es die ganze Zeit nicht. Das regt mich so auf. Und heute hatte ich eigentlich auch das vorgehabt, heute Morgen. Sag mal, was ist das? Ziegel? Ich weiß nicht. Ja, ernsthaft, ist das so ein Rotkohl? Was ich noch gar nicht sehe, ich weiß nicht. Das ist wie eine Kartoffel. Nein, ich glaube, das ist eine Zwiebel. Und heute hatten wir das eigentlich auch vorgehabt. Aber dann hat sich irgendwie alles mega krass gezogen. Dann das Transformation-Video von Kerstin ist zwar mittlerweile dann online, logischerweise, wenn ihr dieses Video seht. Aber zu dem Zeitpunkt gerade ist es auch noch nicht fertig. Wir wollten es eigentlich halt fertig machen, zeitlich nicht geschafft. Ich war die ganze Zeit unter Druck. Wir waren im C&A. Haben wir für Kerstin ein Outfit gesucht. Für das Glow-Up-Video. Wir gehen morgen zu Ivana Santa Cruz. Und das war eigentlich mehr oder weniger spontan. Also eigentlich wäre ich eigentlich... Oh, Deutsch kann ich mir reden seit Mercury Retrograde, Mann. Eigentlich wäre nur ich gefahren, weil das war so. Ich habe gesehen, dass Ivana gepostet hat, dass sie einen Workshop gibt. Und das hat sie noch nie gemacht. Das macht sie generell zum ersten Mal. Und ich würde schon sagen, ein kleines Fangirl. Also, das heißt Fangirl. Ich feiere einfach, wie sie tanzt. Ich feiere sie. Sie ist mega hübsch. Sie hat krasse Figur. Einfach alles. Die Frau ist krass. Und ich habe schon immer davon geträumt. Beziehungsweise ich habe mich immer gefragt, warum sie nie eine Class gibt, so ein Millennium oder so. Mm. Auf einmal postet sie das und ich dachte mir so, ich brauche dieses Ticket. Und sie ruft mich an, sagt die, Ivana, oder du hast mir Memos gemacht und Nachrichten, keine Ahnung. Mm-hmm.
Und ich so, oh mein Gott, wie krass und sowas. Und ich nehme ja mittlerweile auch bei Workshops teil vom Tanzen. Ich so, wow, voll krass, die ist das. Und dann hat sie gerade noch ein Ticket bekommen. Ich so krass. Ja, ist immer gut offen. Ich habe das letzte Ticket bekommen, Leute, weil ich habe ein Ticket in meinen Warenkorb getan und Erik hat mir die ganze Zeit nicht geantwortet irgendwie. Und dann dachte ich mir, komm, ich hole dir auch direkt eins. Aber ich konnte kein zweites Ticket in meinen Warenkorb reintun. Und dann dachte ich, vielleicht spinnt irgendwie mein Internet oder keine Ahnung was. Oder dass es vielleicht begrenzt ist und man einfach nur eins bestellen kann. Da dachte ich mir, okay, dann bestelle ich erstmal eins. Habe es gekauft. Dann gehe ich wieder auf die Seite und es steht einfach ausverkauft. Es steht einfach ausverkauft und sie konnte sich auch kein Ticket mehr holen. Und ich war so, spray. Also ich habe mich zwar gefreut, dass ich eins bekommen habe, aber irgendwie war ich auch so, ja, schon blöd. Ja, ich wäre halt safe mitgekommen. Und das ist ja hier in der Nähe, Köln. Und sie kommt ja aus Nürnberg, deswegen muss sie ja logischerweise nach hier. Und wenn ich dann nicht... Ja. Deswegen lache ich. Und wenn ich ja nicht mitkomme, ist es ein bisschen scheiße. Aber ich weiß nicht, wieso. Auch du hast es die ganze Zeit manifestiert. Und bei mir war es so... Ich hab's direkt gesagt, sehr ehrlich. Guck mal, ja. Aber guck mal, auch ich habe gar nicht... Hab ich irgendwie rumgeheult, rumgemeckert. Gar nicht so voll. Wahrscheinlich, als ob es mich gar nicht interessieren würde. Aber ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie war das... Du warst beruhigt innerlich. Ja, das war auch für mich so... Das wird schon irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich da auch schon gesehen mit dir zusammen. Deswegen habe ich auch bis zum letzten Dings nichts gesagt irgendwie, weil ich wusste, genauso wie du es auch gesagt hast, früher oder später, dass ja noch Tickets kommen. Und so ist es jetzt. Sogar jetzt, heute schreiben noch Leute, die haben noch ein Ticket. Hat uns Erika gesagt, egal, lass uns nicht so traurig sein und so. Ich bin mir sicher, du bekommst eh noch ein Ticket. Weil es war richtig schnell ausverkauft, nach ein paar Stunden war das weg. Da habe ich zu Erika gemeint, ja, ganz ehrlich, bestimmt merken die dann, dass es gut gelaufen ist und machen so einen Restock. Mhm. Und dann macht sie ein paar Stunden eine Story und sagt, nee, das geht leider nicht, weil Kapazität ausgedingst vom Raum. Wie sagt man das? Ausge... Ja. Passen halt nicht so viele Leute in den Raum. Ja, aber ich brauche dieses Wort, das nervt mich gerade. Mann. Kapazität was? Ausgeschöpft. Ausgeschöpft. Danke. Und irgendwie dachte ich mir aber trotzdem, ja, kann nicht sein. Wann war das? Vorgestern? Mhm. Wann habe ich dich angerufen? Ich schaue Ivana Story, die Stunde ist eine Stunde alt. Die Stunde? Sie sagt, ja. Warum? Die Stunde ist eine Stunde alt, hast du gesagt. Oh, die Story. Ja, war ich noch so, ja? Ja. Bombastic Side-Eye gerade. Ich sehe diese Story, ich habe es mir nicht mal angehört. Ich sehe einfach nur 10 Tickets verfügbar, wenn ihr eins wollt, E-Mail dahin schreiben. Sie hat irgendwas geredet in der Story, ich habe es mir nicht mal angehört. Ich rufe sie direkt an. Und ich dachte mir so, ja, jetzt 50-50, ob sie überhaupt rangeht, weil wenn ich dich anrufe, gehst du eigentlich nie ran. Ich bin rangegangen. Ja, sie geht so ran. Hallo. Erika, schnell, Ivana, Ticket. Und, ich so, ah! Und vor allen Dingen, das Witzige ist, ich war so... 2 Minuten später, okay, ich habe Nachricht geschrieben. Ich war bei meiner Freundin, die schwanger ist. Und ihr Mann hat, ich sag's jetzt mal liebevoll, mich vollgelabert. Und ich so, dem gar nicht am Zuhören, sorry an der Stelle, weil ich mit diesem Ticketkauf beschäftigt war, weil ich so voll auf heißen Kohlen saß. Und ich so, es tut mir so leid, habe ich zu ihm auch gesagt. Ich so, es tut mir leid, ich bin gerade so. Und er so, ich merke schon. Weil ich war gar nicht mehr anwesend, weil ich so gehofft habe, dass das jetzt klappt. Weil ich hatte so Angst, dass es dann doch in letzter... Dann war ich aufgeregt. Und ich muss sagen, das ist krass, dass du so empfindest, weil du kommst nicht so rüber. Nicht? Weißt du, wie du mir drüber kamst? Also ich wusste schon, dass du nicht das nicht abgefuckt meinst, weil ich dich kenne. Ja. Aber du klangst schon ein bisschen abgefuckt. Wann? Ja, ich nicht abgemacht, sondern einfach desinteressiert. Ich so schnell, Ivana, du so, Ich denke mir so, freut es sich jetzt oder denkt sie sich halt deine Fresse so, Also ist die, wenn die konzentriert ist. Ja, ich so, Also jetzt ich so, Erika, die so, ja. Schnell, Ivana, du musst deine E-Mail schicken. Ja. Also ist die, wenn die konzentriert ist, die lesen, dann bist du, ist ja, wenn die, Ich dachte mir so, ja okay, lol, freut dich halt nicht, dass ich dir Bescheid gebe, so. Doch, das hast du super gemacht. Danke. Hättest du das nicht gemacht, hätte ich es auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, auch. Weil an dem Tag war ich so, auch in einem anderen Paralleluniversum-Dings. Und ich hätte es auf jeden Fall niemals gesehen, oder viel zu spät. Ja, und dann sie so, eine Stunde 10 ist bestimmt schon weg. Ich so, nein, nein, du hast bestimmt Glück und so. Ja, ein paar Minuten später, ich habe ein Ticket. Das sind solche Momente, wie auch gerade. Diese Momente, vor allem, wenn man mit anderen Leuten ist. Guck mal, wenn ich alleine zu Hause bin oder sowas, dann bin ich kurz, bin ich in mich gekehrt oder kann kurz zur Ruhe kommen und mal richtig durchatmen und so verschnaufen. Wenn ich mit anderen Leuten bin, bin ich die ganze Zeit auf Achse. So auch im Urlaub merkt man das. Da vergeht ja auch jeder Tag wie im Flug. So, so. Und du hast keinen Moment, wo du mal kurz innehalten kannst und checkst, was hier überhaupt passiert. Und so war das in dem Moment auch, weil ich bei meiner Freundin war, dann kam ihr Mann dazu. Dann rufst du mich an mit diesem Ticket, dann ich bin hier am Hantieren. Und es ist so, du kannst nicht
jeder Person in dem Moment irgendwie das geben, ja, an Aufmerksamkeit, was du eigentlich geben würdest. Das heißt, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, dachte sie auch bestimmt so, okay, danke für nichts so, ich habe dir dieses Ticket geklärt. Nee, das ist auch und, nicht. Ja, aber ich könnte es schon nachvollziehen, wenn es so wäre. Ich dachte, du wirst dich voll freuen und so, Aber das ist mir dann in dem Moment gar nicht bewusst, weil ich halt so, das ist dann alles so Reizüberflutung und ich kann nicht richtig Dings und dann mein Boy noch mir im Nacken am sitzen, wieso bist du so lange unterwegs, was ist los? Ich glaube, du bist halt auch anders als ich. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Wie meinst du das? Ja, weil ich glaube, wenn du mich so angerufen hättest, wäre ich so, oh mein Gott, schnell sag mir, was muss ich machen? Aber auch wenn du gerade mit anderen Leuten bist und dann dein Freund sagt dir auch noch nein und dann deine Schwester will auch noch was von dir und alle wollen was von dir und du bist so mittendrin. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist halt das. Nein, aber du bist immer da, immer nah, weißt du, deswegen. Ja, und eigentlich wäre ich gar nicht hergekommen, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht, weil ich hatte auch überlegt, mit Auto zum Beispiel zu kommen und dann wäre ich zu Edeka gefahren und dann müsste ich am nächsten Tag wieder raus und dieselbe Strecke, also ist einfach unnötig, ich wäre doppelt gefahren sozusagen. Deswegen, das, was ich also die ganze Zeit mache. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ist halt unnötig. Deswegen wäre ich in dem Hotel geblieben, weil dann wäre ich schon dort einfach. Ja. Und die Waffeltomatensauce lecker? Nee. Ist das eine Zucchini? Nee, das ist gegrillte Dings. Das ist von dem gegrillten Gemüse. Bestimmt eine Zucchini, das andere. Ich glaube, das ist eine gebratene Zwiebel. Oder das. Kann ich doch essen. Ja. Ich habe dann doch ein Ticket bekommen. Wir haben uns mega doll gefreut. Wir fahren doch morgen zusammen hin. Ich werde das auch vloggen. Und das wird richtig cool. Ja, das sind so Momente, da liebe ich es, dass ich Sachen auf YouTube poste. Wieso? Weil das ist dann so ein Tag, der voll besonders für mich ist, weil ich wollte sie schon so lange sehen. Und ich finde schon, dass wir Menschen so sind, dass wir Sachen vergessen nach Jahren, wie genau was abgelaufen ist. Und so ist es einfach für immer da drin und ich kann es mir immer wieder anschauen oder mich daran zurückerinnern, wie das war, wie ich mich gefühlt habe, wie ich aussah, alles. Wie so ein Videotagebuch ist halt eigentlich voll. Ein Tagebuch. Zum Beispiel auch jetzt, wenn ich mir angucke, wie ich in Vegas war oder sowas. Mhm. Das ist mir alles ja nicht mehr so bildlich vorm Auge. Mhm. Und wenn ich mir das nochmal anschaue, ist es immer richtig krass. Und ja, deswegen liebe ich das. Ich bin auch unendlich dankbar dafür, weil das ist nicht nur, dass man damit Geld verdient oder keine Ahnung, sondern es ist einfach diese Erinnerung für immer. Einfach letztes Jahr, dein Dream war, zum Millennium generell zu gehen, zu der Tanzschule. Ja, du hast es gemacht. Dein Dream war, Ivana mal zu sehen, das hast du jetzt auch gemacht. Ivana ist auf meinem Vision Board drauf. Auch? Ja. Ja, und das mit dem Schuh. Ja, sie hatte halt Ketchup drauf. Dann hat sie geguckt, da hatte sie einen Riss. Dann drauf weil ich eine Hose anprobiert habe in C&A. Genau. Ich habe eigentlich Outfit gesucht. Ja. Für morgen. Und ich suche halt auch Ketchup dann. Ja, weil wir haben davor Pommes gegessen. Also es kann sein, dass es aufplatzt und tschüss. Ja. Weil normalerweise habe ich immer mein halbes Leben hier transportiert. Hatte ich diesmal keinen Bock. Und ich bleibe nur 2 Nächte. Dann habe ich mir unnötig, wozu soll ich so viele Schuhe einpacken? Immer trotzdem so einen Riesenkoffer. Ja. Immer derselbe Koffer, ne? Ja. Ja. Der ist gemütlich, weil den kann man schieben, die anderen kann man nicht schieben. Aber der ist diesmal wahrscheinlich nicht so schwer wie sonst. Ja, ja. Der ist viel leerer. Und da ist nicht so viel drin. Und deswegen habe ich nur diese Schuhe mitgenommen. Air Force auf der Bus, perfekt. Die Schuh-Story soll einfach nicht sein, glaube ich. Hey, Baby. Ist das dein Auto? Ja, Mann. Ja. Geil. Ich komme mal gleich vorbei, dann kannst du gucken. Gut. Das machen wir gleich dann. Okay. Wann willst du denn kommen? Bis dann. Nehme ich dich. Du hast nicht liebe dich zurückgesagt. Deine Bitch, Alter. Willst du schauen, oder was? Ja. Sag mal, war das so schwer? Nein. Ja, siehst du, dann ist doch alles okay, oder nicht? Hallo, wir sind gerade noch am Video drehen. Ich bin gleich zurück. Ja? Ich würde dahin gehen, aber geh nichts. Okay. Okay, wo waren wir? Die Schuhe-Story. Ach, die Schuhe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche mir das zu erzählen, Alter. Mein Schuh war kaputt, ich brauche neue Schuhe und ich konnte mich entscheiden, weil Junge, wer ahnt, dass das Air Force Schuh, den jeder braucht, hat, was weiß ich, den genau diesen Schuh nicht gibt. Ich glaube, die Lieferanten sind nicht lieferfähig irgendwie, weil das so, die Nachfrage ist immer noch, glaube ich, so hoch. Oder die Nachfrage ist auf einmal gar nicht mehr hoch. Doch. Weil Schuhe gesucht, nichts gefunden, 10.000 Schuhe anprobiert. Ich war nicht zufrieden, außerdem ist Mako Retrograde und ich will neue Schuhe kaufen, irgendwie nicht so ganz geil. Und dann habe ich mir währenddessen einfach auch Schuhe gekauft. Weil irgendwie war ich so frustriert durch verschiedene Ereignisse. Das Ding ist, ich hab die gegrabt, weil ich wusste nicht, welche Größe. Ja. Auf einmal, ich gucke 36,5. Sie so, soll ich anprobieren? Die so, guck mal, die Schuhe sind voll geil, das ist nicht meine Größe. Die so, das ist deine Größe. Ich wollte mich schon immer. Du hast sie mir so hingehalten, so auf dem Präsentierteller und ich so, soll ich anprobieren? Aber ich war schon so, bruh, deine Größe. Eigentlich wollte sie erst so einen No-Name-Schuh quasi holen, von Graceland oder so. Oder weiß ich so, wie ich meine. Aber es gab nicht mal einen genauen, der aus dem genau, es gab nicht so, es gab halt keine, die ihr gefallen haben. Ja. Und dann hat sie einen gefunden, das war so ein I'm a Barbie Girl.
In a Barbie World. Schuh. Und der passt auch eigentlich perfekt. Er hat sogar Glitzer-Schnürsenkel. Ja, und sie meinte so, das ist ein richtiger Kinderschuh. Aber irgendwie hat es ihr gepasst. Und ja, der ist eigentlich echt fresh. Und ich finde ihn auch nice. Ja. Ich würde unnormal fresh aussehen damit beim Tanzen. Safe. Aber ich hätte gar keinen Bock, da diese Laufmasche reinzumachen. Die Falte da, ne? Genau. Außerdem habe ich die halt noch nicht eingetragen. Mhm. Jedenfalls, jetzt hat sie Schuhe. Wir sind aber tot. Nein, sag das nicht. Ich hasse Menschen, die sowas sagen. Wie? Boah, dass du tot bist. Du könntest einer von denen sein, die sind gar nicht, die sind gar nicht tiefer. Die in den Kommentaren sagt, mach keine Witze darüber. Nein, das ist so das Einzige, wo ich voll mad werde, wenn meine Freunde sagen, boah, ich bin voll. Aber das ist auch so. Ich will immer sagen, wir sind tot, aber wir leben. Mich nervt es auch voll, wenn jemand sagt, mit sterben. Mhm. Muss ich mal aussprechen. Siehst du, ich bin da voll so pingelig. Ja, aber du bist auch. Ich mag das so nicht. Komisch. Ich bin paranoid. Ja, du hast Schaden. Was will ich mit sterben? Ich weiß. Ich meine es voll ernst, ne? Ich glaube manchmal, ich habe eine Angststörung. Ist jetzt ja gar nicht ins Lächerliche gezogen. Auf jeden Fall. Aber du weißt mich ja mitbekommen. Ja. Wenn was passiert, habe ich so eine Panik, dass mich nicht so niemand mehr aufhalten kann und ich krieg eine Panikattacke. Also ich würde schon sagen, es ist eine Angststörung irgendwie. Also ich will es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht diagnostiziert bekommen. Ich will mir auch keine Krankheit diagnostizieren, aber ich bin sehr paranoid. Ja. Auf einem ungesunden Level ängstlich bin ich. Ja. Ja. Und ich bin halt so eine Person, ich bin halt mega hardcore gechillt. Ja. Also ich glaube, ich bin eine sehr entspannte Person, oder? Ich gehe nie Krankenhaus, ich gehe nie Arzt. Nee. Aber zum Glück bin ich gegangen. Ja. Ja. Was soll denn? Die hat so eine Grete. Junge, mir ist eine Grete in meiner Mandel stecken geblieben. Schaff das mal. Lachen ist das auch voll eklig. Die lacht einfach, ich wäre fast operiert worden, du Arschloch. Die haben mir sogar schon ein Armband angezogen. Wenn wir es nicht sehen, dann müssen sie stationär bleiben. Wir machen uns extrem. Stell dir das mal vor, ja, es war eklig. Stell dir das mal vor, Junge, die musste mit einer fetten Zange in meinen Hals und das rausziehen. Ja, stell dir mal vor, Erika zeigt mir teilweise ihre. Wie heißen die Steine da? Welche Steine? Mandelsteine. Ja. Was ist das? Hinter deinen Mandeln. Wenn du da so drückst mit so einem Watte-Dings, dann kommen da so weiße Steine raus. Und manchmal hustet man die auch so aus. Und das erste Mal, wo mir das passiert ist. Gott, das allererste Mal, wo mir das passiert ist. Ich glaube, ich saß in der Schule zum allerersten Mal. Da war ich, keine Ahnung, vielleicht 8. oder 9. Klasse. Ich habe irgendwie gehustet. Auf einmal, ich hatte sowas im Mund. Ich so, hä? Kennst du so, wenn du so ein bisschen Nuss zwischen den Zähnen hast oder ja, so, was du nimmst? Und ich dachte so, was ist das? Habe ich so geguckt. Und dann dachte ich mir so, ich habe aber sowas nicht gegessen. Dann habe ich so, kennst du, du bist dann irgendwie neugierig. Du riechst so dran, ich hab so draus rumgedrückt, weil ich wissen wollte, was das ist. Auf einmal, da stinkt so krass! Ich so, was ist das? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Also, ich weiß, was du meinst. Ja? Aber das ist mir so, bestimmt ist mir das nur alle 2-3 Jahre einmal passiert. Mir ist es so auch ein oder zwei Mal passiert. Yeah. Ich war so, was ist das? Ja, so, what the fuck. Ist mir noch nie passiert? Und dann, was ist das überhaupt? Guck, das ist eklig. Und dann irgendwann, ich war auf TikTok, ich weiß nicht, ob mir das jemand geschickt hat oder ob ich das selber auf meiner For You hatte, ich glaube, ich hatte das selber auf meiner For You, so ein Video, Mandelsteine, und ich war so erstmal, keine Ahnung, so habe ich weitergeguckt, und dann hat man es gesehen, diese weißen Dinger, und dann, gehe in die Kommentare, und Kommentare sind ja immer die besten, ne? Ich gehe in die Kommentare und dann so, boah, das ist doch das, was so krass stinkt und so. Und ich so, oh mein Gott. Ich hatte dann so einen richtigen Wow-Effekt und so einen richtigen Aha-Moment. So endlich wusste ich dann, dass ich nicht allein damit bin. Weil kennst du, wenn du so Leute fragst, ja, kennst du das? Ne? Ja. Und die sagen so, nein. Mandelsteine ausdrücken, so, ich denke mir, jedes Mal bin ich irgendwie komisch. Ja, weißt du, dann schicken mir auch einmal TikTok davon, wie jemand Mandelsteine ausdrückt. Ich so, was willst du von mir? Und warte, ich will das zeig mal. Das ist voll satisfying irgendwie. Nee. Aber ich muss sagen, ich habe das dann probiert mit dem Mandelstein, es hat nicht geklappt. Weißt du, was Langosch ist? Nee. Ist das wieder so ein komisches NRW-Düren-Ding? Ist das so ein Ding? Kennt ihr das nicht? Habt ihr das nicht? Weil ich habe mal, glaube ich, so ein TikTok gesehen, dass irgendwer meinte, was ist denn Langosch? Als ob man, ihr das nicht kennt, als ob ihr sowas nicht habt. Das kann doch nicht sein. Wir leben doch nicht in verschiedenen Ländern. Doch. Langosch. Nee, ihr kennt das nicht? Ja, ich habe ja nicht nur aus NRW Follower. Junge, also ich esse immer diese Variante. Sauerrahm und Käse. Nee. Willst du mich verarschen? Langosch aus Ungarn. Weißt du, aber das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Weißt du, wie lecker, wisst ihr, wie lecker das ist? Aber das ist, wenn, guck mal. Das esse ich immer auf Volksfest. Wahrscheinlich, da wo ihr seid, sind bestimmt viele aus dieser Herkunft. Nee. Und die haben das etabliert. Bulgarien, Österreich. Bulgarien, Österreich, Rumänien, Serbien, Tschechien und die Slowakei. Bekannt. Ja, wahrscheinlich, weil Österreich da bei euch an der Grenze liegt, ist es darüber geschwappt. Arschloch. Was isst man dann bei euch? Weil bei uns, bei euch heißt es Kirmes. Ja. Bei uns heißt es Volksfest. Und bei uns gehen Leute, also ich zumindest, aber auch viele andere, das ist so eine Spezialität,
die du eigentlich nur da holen kannst. Also sonst, es gibt bei uns kein Restaurant oder also so. Du meinst jetzt nicht, was, so, dass ich es wüsste. Was holt man sich denn dann, wenn man da hingeht? Du meinst, was so typisch kirmesmäßig ist? Genau. Ja, Backfisch. Echt? Ja. Haben wir uns gar nicht. Auch nur beim Weihnachtsmarkt. Nee, da ist Bratwurstbrötchen, drei im Weckler. Was? Drei im Weckler? Was heißt das? Das heißt ja auch Nürnberger Bratwürstchen. Ich komme ja aus Nürnberg. Ja, okay, stimmt. Und drei im Weckler ist einfach in Dings, ganz normal das Brötchen, weißes Brötchen, aufgeschnitten, drei im Weckler, drei Würstchen. Und ja, okay. Ist lecker. Also bei uns ist so typisch Dings, ja, Backfisch, aber ich glaube auf Kirmes jetzt nicht so krass. Nee. Aber Weihnachtsmarkt eher. Ansonsten auf Kirmes sind so, so Champignons, so gekochte, gebratene, keine Ahnung. Ja, das kenne ich auch. Also das haben wir auch, aber trotzdem ist Langosch so ein Ding. Wir haben locker auf der Kirmes, auf dem Stand, weil es ja ein Kreis, selbst rum. Es gibt locker bei uns, ich will sagen, drei Stände bestimmt mit Langosch. Nee, bei uns kein einziger. Ja. Also habe ich noch nie gesehen. Wir hatten jetzt irgendwie... Vor Corona hatten wir so einen Stand mit so Kartoffelspiralen. Ja, die sind geil. Also Pommes. geben tut es bei uns gefühlt auch alles. Da gibt es Pommes, da gibt es auch die Champignons, da gibt es wirklich alles. Ja. Maiskolben. Ich weiß aber nicht. Ja, was isst du denn da immer? Gar nichts. Ich esse auch kaum was. Ich will fast nie auf der Kirmes, ich mag das nicht. Bratwurst, Currywurst, Döner, Kebab, Spießbraten, Grill, Hähnchen, Pommes, Frit. Das war's. Da steht halt nicht mal Langosch. Zuckerwatte, Popcorn, gewandte Mandeln, Crepe, Waffeln. Oh ja, als Kind habe ich immer Zuckerwatte dort gegessen. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, was ihr so feiert auf der Kirmes oder Volksfest oder wie heißt es bei euch? Weil ich glaube, es gibt auch andere. Heißt es bei euch nicht Maifest? Nein. Wir haben jetzt Maikirmes. Also ja, es ist halt. Also und im Sommer Anna-Kirmes. Ja, aber so. Das ist auch, weil das der andere Platz warum ist. Warum heißt es so unterschiedlich? Warum heißt es bei uns Volksfest? Aber, Kirmes klingt viel cooler. Aber zum Beispiel in Dingens, in Aachen heißt es, wie nochmal? Ich habe keinen Plan. Öscherbend. Was? Glaube ich, heißt die Kirmes da. Es gibt safe noch einen Namen. Das ist halt lustig, weil alles ist ja dasselbe. Yeah. Wie heißt Kirmes in Bayern? Wer wird Millionärfrage? Hier kommt Kerwa, Kirwa, Kerm oder Kirta. Kerwa ist bei uns, ja, Kerwa gibt's auch, aber Kerwa ist kleiner als Volksfest. Hm. Schon mal gehört? Nein. Verrückt. Manchmal fühle ich mich hier wie im Ausland. Ich war ja nur kurz bei dir, deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen. Ja, du musst auf jeden Fall auch mal in die City rein. Ja, wir kommen, ich glaube, wir beide besuchen dich mal und machen dann noch Date bei dir. Oh, cool. Machen wir dir einen Arschgeweih. Yeah. Oh, lecker. Und du musst irgendwie aus deinem Urlaub zurück sein an meinem Geburtstag. Weil ja, so nicht. Ja, dann bin ich auf jeden Fall schon aus dem Urlaub zurück. Und ich habe mir das Wochenende auch freigenommen. Extra. Oh, süße Maus. Ich glaube, ich will da auch raus aus meiner Stadt. Ja, kommst du Dings, wir gehen Prime. Ja. Ja. Nein, das musst du rausschneiden, das machen die Auge. Nein. Doch. Komm, was wolle ich, gehen in diesen Club. Wenn wir das an Halloween geschafft haben, da reinzukommen, dann kommen wir auch an jedem anderen Tag da rein. Ich habe ein Auge an. Ihr könnt mir gar nichts. Ich habe nichts. Wo Afghan? Naja. Hast du? Ich hab vor, so in jeder meiner Klamotten. Jeden Tag sag ich abergläubisch. Ich glaube, es geht sich nicht mehr darum, wo rein oder wohin, sondern einfach generell, dass du eine trägst. Dass sie die Haut berührt war, auf jeden Fall. Ja? Was? Ja, echt? Damit, das ist eigentlich voll gefährlich, ne, wenn die aufgeht. Ja, wobei, es wird sich jetzt schon nicht abstechen. Ich meine, die haben bei mir dann auch... Naja, wenn mir eine Krete in der Mandelschenkel bleibt, weiß ich jetzt nicht. Vor allem sie so... Ja, schon gefährlich! Aber dann Krete in der Mandel drin. Ich hoffe, diese entspannte kleine Runde hat euch gefallen. Also dieses Video hatte nicht jetzt so viel Sinn, aber ist ja nicht schlimm. Habe ich ja von Anfang an schon gesagt. Ich sehe so braunhaarig aus, Mann, von weitem. Braunhaarig? Sieht Kerstin gerade blonder aus, als du kommst, aber beide ja, nah. Ja, safe. Ich so zwischen zwei Blondinen. Kerstin ist blonder als ich. Ja, aber ihre Naturfarbe ist auch heller als deine. Ja. Ich sehe Erika das erste Mal mit langen Haaren, das ist voll toll. Aber ist es nicht gleich wie im Internet? Du siehst allgemein nicht aus wie im Internet. Also doch, dein Gesicht schon, aber ich habe dir von Anfang an gesagt, du siehst in echt viel kleiner und zierlicher aus. Das freut mich doch zu hören. Ich strebe nach Zierlichkeit. Deswegen, ich glaube, irgendwie das kommt voll anders. Ich bin voll gespannt, wie Ivana morgen aussehen wird. Ich glaube, sie sieht dann echt auch viel kleiner und zierlicher aus. Aber und wahrscheinlich noch viel schlanker und krassere Figur als im Internet. Aber das und tanzen tut sie bestimmt auch noch viel besser. Ja. Sie ist voll verliebt. Aber ich glaube... Alter, ich werde schon wieder... Entschuldigung, ich hätte schon wieder nicht schlafen können vor Aufgeregtheit. Ich konnte jetzt wieder nicht schlafen, weil ich bin immer aufgeregt vor Fahrten. Ist das bei euch auch immer so? Nein. Das ist jetzt euer Moment. Ist es bei euch auch? Ja. Könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, dass es bei euch auch. Ich kann nie schlafen vor so Fahrten, weil ich immer voll aufgeregt bin. Ich weiß auch nicht wieso. Beim letzten Mal hatte der das auch. Die hat drei Tage kaum geschlafen. Ja. Das Ding ist, ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, die ich vom Internet kannte und dann in Real Life gesehen habe. Die sahen schon so true to size aus, weißt Echt? Du? Also nicht jetzt von der Größe unbedingt, aber die sahen schon.
Also man hat gemerkt, dass sie sich im Internet, dass sie jetzt im Internet nicht irgendwie krass fake sind oder sowas. Nein, das meinte ich auch gar nicht. Weil Ivana ist auch keine, die irgendwie so krass Filter benutzt oder ihre Bilder krass bearbeitet. Nee, aber du ja auch nicht. Yeah. Und du siehst in echt krass. Irgendwie, also jetzt, nachdem ich dich dann das erste Mal gesehen habe, weiß ich schon, wie du in echt aussiehst, deswegen sieht es für mich gleich aus. Ja. Aber als ich dich das erste Mal gesehen habe, also ich dachte, dass du dick bist oder so, aber irgendwie war ich voll schockiert, wie klein du bist. So generell, nicht nur klein, sondern klein, schmal. Klein? Ja. Klein. Okay, das ist das Video beenden, mein Akku ist leer. Tschüss. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.